Shalom, wir sind bei dem Thema Pesach. Wir werden ausgewählte Zitaten aus der Quelle lesen. Wir sind zum Punkt 45. Dann gelangt. Nochmal Überschrift: Und ein neuer König erhob sich über Ägypten. Ja, wann fängt es an? Dann, wenn wir anfangen, unsere Wünsche zu fühlen, dass sie nicht für uns sind, sondern gegen uns sind. Dann, wenn das Ich des Menschen anfängt, zu einem Ziel zu streben, zur Verbindung, zur Erkenntnis des Schöpfers in der Verbindung und eigentlich zur Erkenntnis der Eigenschaft des Gebens, sei es oder zum Glauben über den Verstand strebt, ganz egal, wie man, in welche Worte man diesen Zustand hier einkleidet, aber diesen Zustand müssen wir uns bereits vor uns ausmalen, dass dies ein Zustand ist, zu dem wir gelangen müssen. Dieser Zustand muss unser Ziel sein, ein Ziel, das wir erlangen müssen. Und durch welche Bedingungen, durch welche Mittel erlangen wir das Ziel? Durch Glauben über den Verstand, durch Geben, durch den Austritt aus dem persönlichen Ego des Menschen oder genauer gesagt durch die Erhebung über sich selbst. Und in dem Maß, in dem der Mensch anfängt, irgendwie solche Bewegungen zu machen, wenn er gemäß der Artikel über den Zehner und über die Gruppe hört und mehr versteht, was Kabbalisten, was ihm die Kabbalisten sagen, was der Rabash so sehr das erste Mal in der Geschichte gedeutet hat. Denn das erste Mal hat er in der Menschheitsgeschichte die Arbeit des Menschen so spezifisch, so detailliert beschrieben, wo der Mensch in seinem Willen zu empfangen ist und wie er zu arbeiten hat und wie er sich über diesen erheben kann. Dementsprechend fängt der Mensch dann an zu sehen, dass sein Wille zu empfangen nicht so einfach ist, sondern sehr komplex. Und all das hat der Schöpfer getan, damit er aus der Gegensätzlichkeit, damit der Mensch aus der Gegensätzlichkeit heraus enthüllt, was der Wille zu geben ist, wie vielschichtig er zu sein hat und wie reich er zu sein hat. Und das ist eigentlich unsere ganze Welt. Alles, was uns physisch, seelisch, innerlich und psychologisch umgibt, alles, was wir haben, all das enthüllen wir in unserem Willen zu empfangen. Doch wie enthüllen wir dem gegenüber die spirituelle Welt, den Willen zu geben? Wie streben wir zu dieser Wirklichkeit, welche über uns ist? Wie bilden wir sie? Wie festigen wir sie? Und wie können wir uns jedes Mal noch mehr stärken, damit diese spirituelle Wirklichkeit sich weiterentwickelt? Und wir sogar noch wissen, was wir mit ihr anfangen sollten, was wir tun sollten. Das ist ein Problem. Und das Problem liegt darin, dass in dem Moment, in dem der Mensch irgendwelche Handlungen anfängt, wie er sich über sich erheben, also in dem Moment, wo der Mensch anfängt, Handlungen zu setzen, um sich über seine Natur hin zur Natur des Gebens, der Liebe und der Verbindung zu erheben, so sieht er, dass er eigentlich vollkommen entgegengesetzt dazu ist. Und hier fängt er an, die erste Bedingung kennenzulernen. Die erste Bedingung in der Erkenntnis der Wirklichkeit, dass es Gegensätzlichkeiten gibt. Denn je mehr wir die Eigenschaft des Gebens, die Liebe und die Verbindung enthüllen wollen, so erkennen wir eigentlich nicht die Eigenschaft selbst, sondern wir erkennen nur uns selbst, in welchem Gegensatz wir zum
Geben, zur Liebe und zur Verbindung stehen. Dann erst fangen wir an zu erkennen, welche Kraft über uns herrscht. Deshalb ist jede Sache, die aus der Gegensätzlichkeit erkannt wird, so gelangen wir zur Erkenntnis des bösen Triebes. Denn wir wissen das, wenn wir mit allen möglichen Menschen sprechen, die sich im egoistischen Verlangen befinden, so werden sie uns sagen, okay, in Ordnung, wir sind ja alle so, das ist die Natur. Natürlich kümmert sich die ganze Schöpfung um sich selbst und um den Frieden. Aber wir sprechen nicht darüber. Wir sprechen nicht über die instinktive Sorge jedes Geschöpfes, sich um sein Dasein zu kümmern, sich um seine Versorgung zu sorgen, sondern wir sprechen über die Kraft in uns, welche uns lenkt und steuert, welche wir zu erlangen haben. Also erlangen wir in erster Linie mal den bösen Trieb, den der Schöpfer geschaffen hat. Wie sehr er uns nicht aus ihm herauskommen lässt. Das heißt Erkenntnis des Pharaos. In dem Maß, in dem wir uns bemühen, quasi zu Formen des Gebens zu gelangen, zu Verbindungen zwischen uns, was die Kabbalisten uns empfehlen, was uns die Kabbalisten irgendwie empfehlen, dass wir uns irgendwie damit beschäftigen, sei es in der Gruppe, im Zehner oder zwischen den Freunden, überhaupt in der ganzen Welt. In so einer Form, fangen wir an, diese zwei Engel kennenzulernen, zwei Könige kennenzulernen, die zwei Naturkräfte. Und die eine Kraft deutet auf die andere Kraft. Und nur in diesen Unterschieden, in diesen Verbindungen zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Geben und Empfangen, Plus und Minus, kurz gesagt, nur dadurch identifizieren wir sie und lernen daraus. In dem Maß, in dem wir uns darin einschließen, so haben wir darin eigentlich die ganze Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und im Endeffekt erheben wir uns über beide. In der mittleren Linie, wenn diese beiden Kräfte in uns in Form von Kräften sind, obwohl wir uns in sie integrieren, können wir auch über diesen beiden Kräften sein und mit ihrer Hilfe zu ihrer Quelle gelangen, zum Schöpfer, der über der Kraft des Gebens und über der Kraft des Empfangens ist. Und ihn erlangen wir dadurch, indem wir diese Könige, erkennen, die über uns herrschen. Deshalb singen wir am Schabbat, kommt in Frieden, ihr Könige des Friedens, der gute König und der böse König. Und der Schabbat beinhaltet oder vereinigt in sich. Alles, denn es kann das eine ohne dem anderen nicht sein. Und deshalb heißt Shabbat, sagt man auch Shabbat Shalom, also der gesegnete, friedliche Shabbat, wenn alle Kräfte ineinander vereinigt sind. Sie kommen von einer Quelle und
dort gibt es weder ein Plus noch Minus, sondern beide sind in einer vollkommenen Weise. Und das müssen wir erlangen. Für uns heißt das Gmar Tikun, Abschluss der Korrektur. Für uns wird das noch als die Kraft des Gebens, wir sehen das noch als Kraft des Gebens an. Aber wir müssen uns nur darauf ausrichten, dass es unmöglich ist, diese Kraft des Gebens ohne der Kraft des Empfangens darin zu erkennen. Und uns gegenüber den Geschöpfen, wird das nur so sein. Deshalb, wenn man uns erzählt, wann erhebt sich ein neuer König über Ägypten, wann erkennen wir eine positive Kraft? Dann, wenn wir irgendwelche Handlungen machen wollen, enthüllen wir gerade dann eine negative Kraft, welche uns stört, welche das nicht zulässt. Und diese negative Kraft deutet auf die positive Kraft, welche, dass es diese positive Kraft nicht gibt, sondern wir wollen sie enthüllen. Deshalb müssen wir uns immer auf zwei ausrichten und uns beide so sehen, dass wir existieren, dass die Existenz beider notwendig ist und dass der Mensch zwischen beiden ist. Und der Mensch muss auf die eine Kraft hindeuten, welche auf die andere hindeutet. Der Vorzug des Lichtes ist unter Dunkelheit erkennbar. Es gibt kein Licht ohne Dunkelheit und so weiter. Das heißt, wenn wir scheinbar in der mittleren Linie sind, verstehen wir mehr den Prozess, den wir durchlaufen, und dass das, was sich offenbart, sich nur offenbart, um das Gegenteil dessen zu offenbaren. Und wenn wir in so einer Weise alles betrachten, entwickeln wir in uns die mittlere Linie, dass es nichts Gutes ohne dem Schlechten gibt, sondern alles nur darauf ausgerichtet ist, auf die Enthüllung der höheren Kraft, welche beides beinhaltet. Gut, lasst uns lesen und aus dem heraus werden wir natürlich Fragen haben. Das Thema ist sehr, sehr besonders, sehr breit und weit in der Grundlage der Kabbalah, wie wir die Kräfte des Empfangens und die Kräfte des Gebens enthüllen, wie sie beide miteinander kombinieren und zwischen beiden existieren, weil uns klar ist, dass sogar vom ersten materiellen Teilchen, dass dieses erste materielle Teilchen sogar aus Plus und Minus besteht. Und das sehen wir in der ganzen Natur. Kann es überhaupt irgendetwas geben, was außerhalb der Verbindungen dieser zwei Gegensätze besteht? Kann es irgendetwas geben, was nicht aus zwei Gegensätzen besteht? Nein, weil wir Geschöpfe aus Gegensätzen bestehen. Wir können nicht nur aus der Kraft des Gebens bestehen, weil das der Schöpfer selbst ist. So offenbart er sich uns gegenüber. Wir können auch nicht nur aus der Kraft des Empfangens bestehen, weil dies das Gegenteil von ihm wäre. Aber zwischen beiden, wenn wir uns in beide integrieren und die Gesetze der Kommutation, der Kommunikation lernen, der Verbindung, der Rücksichtnahme, der Fürsorge dieser beiden Kräfte, wie sehr sie in Vollkommenheit sind, so liegt unsere hauptsächliche Erkenntnis darin, wie wir diese beiden Kräfte miteinander verbinden. Darin liegt unsere ganze Weisheit, unser ganzes Leben, welches aus zwei Gegensätzen auf allen möglichen Ebenen besteht, sei es in Klängen, in Farben, in allen möglichen in Emotionen. Und genau dasselbe ist auch so, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, dass sich ein neuer König über Ägypten erhoben hat, so müssen wir sofort verstehen,
dass jede Kraft der anderen gegenübersteht und wir wollen in der Mitte beides ineinander vereinigen. Und nur in so einer Weise werden wir vorankommen. Denn in der richtigen Integration beider Kräfte ineinander werden wir nicht in eine Kraft hineinfallen oder in die andere, sondern werden die richtige Form in uns bilden, die Form des Adam. Wir werden den Schöpfer enthüllen, der beide Kräfte in sich beinhaltet. Und wir werden die Wirklichkeit auch so annehmen, dass wir zwischen beiden. Zwischen beiden Kräften sind. Und so werden wir vorankommen. Wir werden jetzt nicht auf Fragen eingehen. Es tut mir leid, Kiew und Baltikum 4. Wir werden ein wenig lesen und danach werden wir eine nähere Richtung haben zur Klärung. Bitte. Und ein neuer König erhob sich über Ägypten. Das heißt, der Mensch, der anfängt, sich selbst zu erkennen, wo er sich befindet, in welchem System von Kräften, so stellt er fest, dass er sich zwischen der guten Kraft und der negativen Kraft befindet, der Anziehungskraft und der Abstoßungskraft und eben zwischen zwei immer zwischen zwei Kräften haben. Wir lesen nochmals Punkt 45. Das Exil und die Versklavung in Ägypten beginnen mit den Worten: Und es erhob sich ein neuer König über Ägypten, der Josef nicht kannte. Das heißt, eine neue Herrschaft erschien in den Köpfen eines jeden, eine neue Macht, die sich erst kürzlich offenbarte, weil sie von ihrer vorherigen Stufe gefallen sind. Es steht geschrieben, ein verbannter Schüler, sein Rav ist mit ihm verbannt. Somit kannten sie Josef nicht. Mit anderen Worten, sie erfassten ihn nur in dem Maße, in dem sie ihn in ihren Herzen schätzten. Und deshalb stellten sie sich Josef so vor, wie sie selbst waren. Und dadurch kannten sie Josef nicht und die Versklavung begann. Sonst würde der Gerechte sie sicherlich beschützen und das Exil oder die Versklavung würde ihnen gar nicht dargestellt werden. Jetzt bitte die Fragen. Moskau 7, bitte. Guten Morgen, Rav. Folgende Frage habe ich, steht geschrieben und es wiederholt sich immer wieder. Das Exil und die Versklavung. Versklavung ist klar, aber das Exil, das bedeutet, dass wir irgendwoher ausgezogen sind. Und das müssen wir erfüllen, dass wir irgendwoher ausgezogen waren. Ansonsten ist diese Information nicht klar. Das Exil, woher? Ja, natürlich erkennt der Mensch das nicht und erfasst es nicht, dass er darin war. Ja, aber er hat eine Empfindung, dass er sich nicht in der Herrschaft einer Kraft befindet, sondern unter der anderen Kraft. Und dementsprechend kann er dann sagen, ja, das eine hat mit mir nichts zu tun, sondern das andere. Das ist der Beginn des ägyptischen Exils, wie es heißt. Was enthüllt der Mensch dann? Er sagt, jetzt herrscht über mich eine zweite Kraft, die zuvor nicht da war. Vielleicht war sie zuvor schon da, aber sie war nicht offensichtlich. Das heißt, ich habe nicht gewusst, dass ich so sehr unter der Herrschaft des Willens zu empfangen stehe und dass dies ein Teil in meiner Natur ist, mich lenkt und steuert,
dass mich das jedes Mal ausrichtet auf meinen Eigennutzen. Vielleicht bin ich auch gar nicht daran interessiert, an so einem großen Eigennutz, aber trotzdem stelle ich fest, dass ich an mich so denke. Ich fange an, mich wie ein Psychologe von der Seite zu betrachten. Und deshalb erkenne ich, dass jetzt eine neue Herrschaft über mich kommt, welche mir eine neue Eigenschaft offenbart. Und diese neue Eigenschaft fordert von mir, so zu denken und in einer bestimmten Weise zu handeln, welche zuvor, welche ich zuvor nicht so verstanden habe, welche ich zuvor gar nicht erkannt habe. Ich habe gar nicht gewusst, wie sehr ich wie groß mein Bezug zur egoistischen Kraft ist, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur an mich selbst denke. Das ist, kurz gesagt, eine neue Herrschaft. Und es ist sehr, sehr interessant, dass der Mensch anfängt zu erkennen, wie sehr er unfreiwillig in allem. Kiew 1. Ja, darauf einerseits schreibt er hier, dass ein neuer König in Ägypten erhob sich und einerseits kannten sie Josef nicht. Wo ist dieser dann Unterschied, diesen zwei Kräften, ein neuer König und dann Josef kannten sie nicht? Wo ist diese Entwicklung hier in diesen beiden Kräften? Das werden wir noch klären. Wir fangen an, noch eine weitere neue Kraft zu erkennen, die in uns wirkt. Vielleicht sind wir uns dessen nicht bewusst, aber dann später, wenn sie sich offenbart, fangen wir an, uns dessen bewusst zu werden, dass dies unsere Natur ist, die sich hier offenbart in so einer Weise, in uns wirkt und uns lenkt, dreht und lenkt. Kurz gesagt, wir enthüllen den Pharao in einer Weise, wo wir uns ein wenig über ihn erheben wollen. Wir wollen in mehr Verbindung sein, mehr im Geben sein und so enthüllen wir, dass wir nicht in der Lage sind, wie sehr uns das zurück abstößt, der größer ist als ein Freund, dessen Trieb ist auch größer. Wir sehen das auch an Menschen, die sich annähern, die sich umarmen, die in einer freundschaftlichen Beziehung zueinander sind. Und es gibt solche, in denen der Wille zu empfangen größer ist und die nicht in der Lage sind, solche Formen der Verbindung hier einzugehen. Zur Weisheit der Kabbalah kommen gerade Leute mit einem großen Willen zu empfangen, mit einem großen Verlangen, momentan im bösen Trieb und danach wird das auch im guten Trieb sein, nach den Korrekturen. Also diese Menschen fangen an zu erkennen, wie unfähig sie, unempfänglich sie für diese Sachen sind. Und es gibt solche, die einen so großen Willen zu empfangen haben, die sich das nicht vorstellen können, wie das überhaupt sein kann. Und es gibt solche, mit noch größeren Willen zu empfangen, die das nicht hören, die über Nächstenliebe gar nicht hören können, die sich auch, die gar nicht, also dass man jemanden Befehle kann man einander teilen, aber seelisch mit jemandem in Verbindung zu sein, das kann nicht sein. Das heißt, in diese Richtung denke ich gar nicht, kann ich gar nicht denken. Ich bin gar nicht in der Lage, mich in diese Richtung anzunähern. Solche Menschen, und es gibt noch mehr als diese Menschen, ich möchte das jetzt gar nicht näher erläutern, aber solche Menschen kommen zur Weise der Kabbalah und sie werden zu großen Kabbalisten. Das heißt, jeder, der größer ist als sein Freund, dessen Trieb ist doch größer. Deshalb solltet ihr euch nicht fürchten, dass wir uns nicht verbinden können, dass wir alle Formen der Verbindung abstoßen, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass in uns eine große Seele ist und wir zu lernen haben, wie wir mit ihr zu arbeiten haben. Mit den kleinen Wünschen, auf der Stufe des bewegungslosen, pflanzlichen und tierischen, können wir nicht mehr, genauso wie ein kleiner Mensch,
sondern wir haben große entwickelte Wünsche zu empfangen. Das ist zwar ein Geschenk von oben, aber wir betrachten es momentan zwar als ein negatives Geschenk, aber mittels der richtigen Korrektur gelangen wir zur Göttlichkeit. Baltikum 4. Warum hat der Schöpfer diese Versklavung, diese Eigenschaft des Gebens sich als so vielschichtig und so kompliziert darstellt? Und gibt es hier viel Fallen? Das ist die Natur, da kann man nichts machen. Wir lernen, dass von Ein Sof sich die Welten dass die Welten abgestiegen sind, Stufe für Stufe, bis sich hier in dieser Welt der כך זה יתגלה לנו רצון לניתוק. וזה נקרא כל הגדול מחברו. Das heißt, jeder, der größer ist als sein Freund auf der rechten Linie, sein Trieb ist dann auch größer ist als er auf der linken Linie. So können wir dann steigen jedes Mal auf der Leiter. Deswegen hab keine Angst. Und keine läuft nicht weg davon, dass ich dann in jedem einzelnen Moment mich offenbaren kann, dass ich ein Egoist bin und entfernter bin als zuvor, weit entfernt von der Gruppe, vom Zähne, von den Freunden. Aber das ist unser Weg und wir müssen nur Handlungen der Verbindung und des Gebets durchsehen. Wir sehen, dass unser Egoismus sich entwickelt. Aber das musst du in der Gruppe entwickeln. Wenn du die rechte Linie in der Gruppe nicht entwickelst, dann wird bei dir die rechte Seite nicht wachsen. Dir wurde jetzt die Möglichkeit gegeben, dein Ego zu erkennen, damit du dann dein Ego ins Gleichgewicht bringen kannst mit der guten Kraft, die du von der Umgebung, von der Gemeinschaft erwerbst, von der Verbindung mit den Freunden, weil durch die Verbindung mit den Freunden bekommst du die höhere Kraft, die gute Kraft. Und so kommst du voran. Und dann offenbaren sich bei dir dann schlechte Eigenschaften zwischen den Freunden und du musst diese dann bedecken mit den guten Klärungen und Eigenschaften, mit der Verbindung mit den Freunden. Und so gehst du jedes Mal, erhebst du dich jedes Mal rechts, links. Und so auf dem Weg wirst du sehen, was du offenbarst, was du enthüllst, sowohl auf einer Seite als auch auf der anderen. Und das ist unsere Wirkung. Und zwischen diesen beiden Klärungen werdet ihr nach ein paar Malen den Chef offenbaren, der die beiden beinhaltet, sowohl die Kraft der Trennung als auch die Kraft der Verbindung. Das ist bereits die praktische Weisheit der Kabbalah. Good morning, a question from my friend. Guten Morgen, eine Frage von meinem Freund. Es scheint, dass der Pharao und der Schöpfer quasi gegeneinander Krieg führen und wir stehen dazwischen. Was ist unsere Aufgabe zwischen dem Pharao und dem König und warum müssen wir darunter leiden, dass beide einander bekriegen? Das sind unsere inneren Kräfte. Sowohl der Pharao als auch der Schöpfer. Das sind Kräfte der Natur. Und wir bestehen aus diesen beiden. Sie befinden sich nicht außerhalb des Menschen, sondern in dem Menschen, jedem Einzelnen innen drin. Und wir müssen diese erlernen. Und in dem Maße unserer Möglichkeit, diese voreinander zu stellen, dann erreichen wir auch, dann kommen wir zur Erkenntnis der mittleren Linie. Weil die mittlere Linie, das ist bereits die Enthüllung der höheren Kraft, ihre Quelle von diesen beiden Kräften. Das werden wir noch lernen, aber zurzeit
müssen wir das richtig und schön, diese beiden Kräfte links und rechts, finden und ihnen Platz geben für die beiden und keine richtige Priorisierung, keine über die andere, obwohl wir möchten, dass natürlich die rechte Linie die linke bedeckt, aber nur bedeckt, aber nicht annulliert, alle, wie es geschrieben steht, alle Sünde wird die Liebe bedecken und nicht annullieren. Und so werden wir vorankommen. Guten Tag, Raff. Was bedeutet es, dass man den Schöpfer nicht mehr, dass man ihn nur so erfasst hat, gemäß dem, wie man sich ihn vorgestellt hat? Inwiefern wir die guten und die schlechten Kräfte dann finden können, in dem Maße kommen wir voran. Inwiefern ich in der Lage bin, mein Herz zu erweichern, in den Kräften, mit den Kräften des Empfangens und mit den Kräften des Gebens. Was mache ich eigentlich? Ich verbinde mich mit der Gruppe und daraus, dass ich mich mit der Gruppe verbinde, kann ich dann anfangen, sowohl mit der linken als auch mit der rechten Linie arbeiten und keine Angst haben, dass ich in eine zurückfalle und die andere verliere. Für uns das Wesentliche ist mit den beiden zusammen zu sein und so lange wie es nur geht, damit ich dann zwischen diesen Linien mich entwickle. Und deswegen, für mich links und rechts, das sind nur Etappen der Leiter, auf der ich steige. Zitat 46. Ich bitte noch eine Sache. Wenn ihr all diese Abschnitte durchgeht, versucht dann in einem oder zwei Sätzen, wenn es in einem Satz nicht möglich ist, einfach eine kurze Zusammenfassung machen, was ich daraus lernen sollte und verwirklichen müsste. Born. Nochmals Zitat 46. Der böse Trieb kommt zu einem Menschen, sobald er geboren wird, wie es geschrieben steht, die Sünde hockt vor der Tür. Was bedeutet, dass sobald man geboren wird, der böse Trieb zusammen mit ihm auftaucht, während der gute Trieb zu einem Menschen nach 13 Jahren kommt. Warum heißt es dann, und es erhob sich ein neuer König? Er ist ganz neu. Stattdessen sollten wir aber sagen, dass der törichte alte König, welcher der böse Trieb ist, nicht etwas Neues in einem Menschen ist. Vielmehr ist er, sobald man geboren wird, vorhanden, wie es geschrieben steht, wie ein wildes Eselfohlen wird ein Mensch geboren. Und deswegen steht es geschrieben, dass den Menschen und das Tier wird der Schöpfer erretten. Deswegen, es gibt Menschen, die keinen Punkt im Herzen haben, da gibt es solche, die einen Punkt im Herzen haben. Das bedeutet, den Willen, den Schöpfer zu erreichen, zum Schöpfer zu kommen, sich mit ihm zu verbinden, ihn zu enthüllen. Und jeder Wille, also nicht das Fleischstück selbst, sondern den Willen bezeichnen wir als Mensch, Adam, weil er wachsen will und dem Schöpfer ähnlich zu werden. Nun, dieser Wille, der wächst, versteht nicht, dass er dem Schöpfer ähnlich sein sollte und wer ist der Schöpfer? Nein, sondern er entwickelt sich von sich aus durch die höhere Kraft der Natur, nicht die materielle, also nicht das Fleisch, sondern jede höhere Kraft in der Natur, die in ihm wirkt und ihn weiterentwickelt. Und dann allmählich erreicht er in seiner Entwicklung zur Weisheit der Kabbalah. Weil da kann er
die Kräfte erreichen für seine gezielte Weiterentwicklung. Deswegen an einem der Tage seines Lebens oder Zuständen, ist das Richtige sozusagen, kommt er zum Zustand, in dem er oft enthüllt in eine gewisse Form seine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, so wie jeder Einzelne von uns. Und da beginnt bereits dann, ab da beginnt die Weiterentwicklung. Die Entwicklung kann sowohl lang als auch dann kürzer sein, ein paar Monate oder Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Ja? Ich spreche schon nicht mal drüber über einige Reinkarnationen. Die Zeit in unserer Zeit beginnt etwas dichter zu sein. Und dann kommt der Mensch vorwärts durch seine Gemeinschaft, seine Umgebung. Und daraus, wenn er diese Möglichkeiten nicht vernachlässigt und richtig zuhört, dann kommt er besser voran. Und wenn er das Ganze missachtet und nicht in der Lage ist, sich mit den anderen zu verbinden, das weist auch auf die Höhe seiner Seele hin, inwiefern sein böser Trieb groß ist, so ist, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass er sich so verbeugt und sich mit den anderen verbindet, um das Ziel zu erreichen, hört nicht zu, was die Kabbalisten schreiben in ihren Texten. Er liest zwar, aber innerlich hört er nicht zu. Das Herz reagiert nicht. Sein Verstand ist nicht in der Lage, diese Daten zu verarbeiten, die er liest. Dass wir gemeinsam verbunden sein müssen, dass wir Teile des zerbrochenen Verlangens zusammen verbinden müssen, Teile der zerbrochenen. Willen. Und das hört er nicht zu, bis er dann dazu gelangt, dass er keine Kräfte von sich aus investiert, aber nichtsdestotrotz, das wirkt auf ihn und die umgebenden Lichter dann wirken weiter und er verbindet sich mehr und mehr mit den anderen und hauptsächlich durch die Schläge. Er verbindet sich durch die Schläge, wenn er sieht, dass er nicht vorankommt wie alle anderen. Und da finden diverse Situationen statt, die beginnen und dann beginnen solche Menschen sich mehr und mehr dann weiterzuentwickeln und zu verbinden und sie bedauern dann ihre Eigenschaften und verbeugen sich mehr und mehr, bis sie zum Zustand gelangen, in dem sie bereit sind, dass der Schöpfer auf sie wirkt und das tut, was der Schöpfer will, was der Schöpfer benötigt und nicht, was der Mensch will. Und so kommen wir voran. Es gibt zwischen uns diverse Arten von Menschen und jeder beeinflusst den anderen und so verbinden wir uns dann uns in Zähnen und somit zu einem Parzuf. In Ordnung. Morgen, Freunde. Raff, ich habe Ihnen zugehört. Was ich aber in mir sehe, ist, dass ich zu offen bin zur Verbindung mit meinen Freunden, um mich mit ihnen zu verbinden. Auch wenn ich mich daran erinnere, dass beim ersten Treffen mit den Freunden, dass ich sie umarmt habe, wir haben gemeinsam gesungen, haben miteinander getanzt, das war sehr, sehr warm, sehr, sehr emotional, so als hätte ich sie bereits 100 Jahre gekannt. Aber es gibt auch eine andere Seite, ein Ärger, der sich offenbart. Ärger als Resultat der Arbeit. Wie kann ich aber damit umgehen? Wie kann ich diese beiden Bedingungen ausgleichen, dass ich auf der einen Seite das eine habe und auf der anderen Seite das andere? Wie kann ich die ins Gleichgewicht bringen? Als du in die Gruppe kamst, dann warst du wie jeder Neuling in der Gruppe. Du warst bereit, alles zu machen, damit sie dich akzeptieren und nicht rausschmeißen. Dein Wille zu empfangen, er stieg nicht vor und du hast dich dann
verbeugt und damit sie dich annehmen und akzeptieren. Und deswegen hast du alles zu allen Sachen zugestimmt, die dort gab. Du warst bereit, dann allen zu helfen, alle zu bedienen. Und so wie wir das eigentlich überall in jedem euren Ort, wo wir uns dann, die wir betreten. Aber nachdem du ein paar Mal da warst und du kennst bereits den Ort und die Menschen ein bisschen, dann dein Wille zu empfangen, beginnt sich zu offenbaren und will dann herrschen. Dann beginnst du in jedem Einzelnen dann diverse Zustände, negative Eigenschaften, negative Neigungen zu offenbaren, du beginnst sie zu kritisieren und so weiter. Dann kannst du dich nicht mehr mit ihnen dann wirklich so verbinden, sondern eher in zwei Linien. Daraus beginnt ein Problem zu entstehen. Das ist eigentlich kein Problem, das ist eine Gelegenheit, eine Kritik auszuüben und die Verbindung zu korrigieren. Wenn die Entfernung sich offenbart, dann kannst du diese dann mit Hilfe der Verbindung korrigieren. Über die ganze Entfernung, die sich offenbart, bildest du eine Brücke. Und wenn du verstehst, was du zu tun hast, dann machst du das. Das ist auch sowohl am Arbeitsplatz, wo du dich befindest, oder bei uns. Bei uns wirkt das in einer inneren Weise mehr. Daher musst du dich dann mit dem Schöpfer verbunden sein und von ihm um die Kraft des Gebens zu bitten, mit denen du dann diese Entfernung überwinden kannst. Es ist empfehlenswert, die Verbindung mit dem Schöpfer zu erheben, über die Trennung, diese Entfernung zwischen dir und deinen Freunden, die sich offenbart. Und die Tatsache, dass er in dir eine negative Beziehung zu den Freunden dann offenbart, das heißt, ich habe einen bösen Trieb erschaffen, eben darin. Nicht so, dass du mit dem bösen Trieb dann geboren wurdest, sondern das, was er dir tut, dass du fühlst, diese Abstoßung von den Freunden, das bedeutet, ich habe bösen Trieb erschaffen. Und da musst du von ihm nach Korrekturen verlangen. Und nichts anderes suchen, sondern sich nur an den Schöpfer wenden und um Korrektur bitten. Deswegen hier hast du konkret hier an diesem einen Ort alle Daten für die spirituelle Entwicklung. Der Schöpfer bringt dir diverse Auseinandersetzungen mit den Freunden. Entweder sind sie offenbart oder die sind versteckt und nicht offenbart, nur du fühlst diese und du musst dich an ihn wenden und dich vom Schöpfer bitten, dass er euch verbindet, sodass du in deinem Herzen spüren kannst, dass all diese Freunde einfach ein Teil sich mit dir integrieren, verbinden. Und das kann auch am zweiten, dritten Tag passieren, wenn du in der Gruppe bist. Rav, ich stimme Ihnen zu, aber ich fühle auch, dass es einen gewaltigen Ärger gibt, der vielleicht aus meiner Unsicherheit resultiert. Ich möchte mich Ihnen näher fühlen, ich möchte fühlen, dass Sie mich lieben, ich möchte, dass der Schöpfer mich liebt. Ich möchte fühlen, dass er mich umgibt und umarmt. Aber wenn ich diese Sicherheit nicht finde, diese Verbindung, diese Nähe, so bricht in mir gewaltiger Ärger aus. Das ist auch in Ordnung, dass du auch so fühlst, aber diese Sachen kannst du nur mit Hilfe vom Schöpfer, mit der Zusammenarbeit mit dem Schöpfer dann ins Gleichgewicht bringen, sodass du dann zum Partner des Schöpfers wirst, damit er dann, dass du und die Gruppe und der Schöpfer einfach in der Mitte ist, damit dann er euch beiden dann beinhaltet. Bitte darüber nicht vergessen, dass du und die Gruppe ihr könnt nur mit Hilfe der Kraft des Schöpfers verbunden sein. Noch eine weitere Frage, Rav. Seit zwei Tagen haben wir so eine Schwere im Zehner. Gestern und heute bin ich der Gabai in unserem Zehner. Und ich weiß nicht, wie ich die Freunde erwecken soll.
Was ist richtig zu tun? Wir haben so eine Schwere, wir können uns wirklich nicht mal ertragen, ausstehen. Also erstens bekennen, dass diese Schwere vom Schöpfer kommt, weil es niemanden außer ihm gibt. Und es ist blöd zu denken, dass es einer der Freunde ist und ein paar Freunde da Schuld daran haben, dass es nur aufsteht in der linken Linie, in dem Willen zu empfangen, auf der Gruppenebene, wenn wir fühlen, dass wir nicht verbunden sind und nicht nahe sind, so wie zuvor. Und jetzt können wir uns an den Schöpfer wenden, damit er uns wieder zur Verbindung bringt. Aber das wird bereits auf einer höheren Stufe sein. Bis der Schöpfer auch sich in diese Verbindung offenbart, vielleicht nicht dieses Mal, aber nach ein paar solchen Fällen wird das zustande kommen. In Ordnung. Спасибо, дорогой Раф. Вот в продолжение Турции вопроса. Danke, teurer Raf. In Fortsetzung zu den Fragen aus der Türkei. Unsere Integration in den Zehner bilden wir auf Basis des Zerbrechens. Wie können wir uns aber trotz des Zehners vollkommen fühlen? Wir sollen zum Schöpfer beten, damit er uns hilft, inwieweit es geht, in einem Willen zu befinden. Das bedeutet, wenn wir in diesem Willen fühlen uns verbunden und in diesem auch erhoffen wir, den Schöpfer zu enthüllen. Das ist alles. Ich spreche in kurzen Sätzen bewusst, damit ihr nicht anfängt, noch was hinzuzufügen, sondern das so zu verwirklichen, wie es ist. Klar soweit? Gut. Такой вопрос, Раф. Если с точки сердца Guten Tag, Raf. Guten Tag, Weltli. Folgende Frage. Wenn aus dem Punkt im Herzen nur einen kleinen Teil der Menschheit den Punkt im Herzen haben, wozu gibt es dann den Rest der Menschheit? Eine große Masse von allen Geschöpfen. Das ist das ganze Kli von Adam HaRishon und das ganze Kli bekommt durch alle besonderen Menschen, diese besonderen Seelen oder besondere Willen, sie bekommen die Korrektur und auch die Fühlung. Meistens geht das zusammen und so empfangen sie. Und diese Masse, die benötigen wir, damit sie da ist, sagen wir mal so, wir lernen auch aus unserem Leben, dass wir eine sehr, sehr kleine, so Mikroprozessor, wie ein kleiner Punkt im Gehirn haben, das alle Funktionen erfüllt. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, wie groß es ist, Millimeter auf Millimeter und der Rest des Körpers. Und der Rest des Körpers sind vielleicht 100 Kilo. Und was hat der Körper außer Fleisch? Auch wenn Teile von diesem Fleisch abgehackt werden, dann kann der Körper weiter existieren. Aber ohne diesen Mikroprozessor, den wir im Hirn haben, dann haben wir keine Möglichkeit zu existieren. Und das Gleiche gehen wir auch im System Adam HaRishon. Warum hat der Schöpfer das erschaffen? Weil der Punkt der Verbindung im Schöpfer muss wirklich wie ein Punkt sein. Es kann keine größere Berührung sein als das, weil das kommt durch die perfekte Annullierung. Deswegen benötigt man nicht mehr als einen Punkt. Punkt, in dem ich meine ganze Neigung versammle in der Realität und meine ganze Annullierung vor dem Hören. Und durch diesen Punkt bekomme ich alles. Für die Berührung benötigen wir nicht mehr als einen Punkt. Deswegen frag nicht nach, wozu wir die ganze Menschheit benötigen. Die Menschheit ist eben. Sie ist eben das Ziel des Schöpfers. Die ganze Menschheit.
Und wir sind wie ein Teil des Schöpfers von oben, diese Art der Verbindung. Wir gehören nicht zu der Menschheit, sondern gehören zum Schöpfer. Das heißt, als das Volk des Schöpfers. Wir befinden uns nur in dem Übergang. Und deswegen heißen wir Yashar Kel Israel. Und wir haben keinen Platz bei der Menschheit. Wir haben keinen Platz da. Und wir haben auch keinen Platz bei dem Schöpfer. Sondern nur in der Berührung zwischen den beiden. Deswegen werden wir als der Punkt der Einheit bezeichnet. Weiter. Rav, daraus folgt, dass die Menschheit in einem unbewussten Leben, ein unbewusstes Leben lebt, erwarten auf unsere Arbeit. Deswegen müssen wir uns beeilen, unsere Arbeit zu verwirklichen, die Berührung mit dem Schöpfer zu finden und diese Verbindung sowohl für den Schöpfer als auch für die Menschheit ausrichten, damit wir die Menschheit durch uns zur Verbindung mit dem Schöpfer erheben können. Dadurch werden sowohl diese als auch diese, also sowohl die Menschheit als auch der Schöpfer, diese Verbindung miteinander bekommen und wir dazwischen werden wie ein Übergang. Das, was Baal Sulam uns in sein Caro Rav, chi è questo Giuseppe in noi e nella decina? Perché crescendo Giuseppe? Caro Rav, wer ist Josef in uns und im Zehner? Und warum ist es so, dass wenn wir abfallen, herabsteigen, dass Josef verschwindet? Josef, das ist der Berührungspunkt zwischen uns und dem Schöpfer. Er sammelt alle Einflüsse von oben und verbindet sich mit uns. Und deswegen wird er auch als Josef der Gerechte bezeichnet, weil die ganze Verbindung mit ihm kann nur in der Eigenschaft des Gebens sein. Danke, Rav. Ich habe einen vielleicht praktischen Vorschlag. Ich habe großartige Freunde im Zehner. Ich möchte an sie denken. Ich möchte sie in meinem Herzen festhalten, in Fürsorge. Und wie viel ich da nicht probiere, das funktioniert nicht. Es kommen fremde Gedanken. Und es ist quasi gegensätzlich. Je mehr ich darum bitte, desto mehr entgleitet das meinen Händen. Wie kann man dorthin gelangen? An erster Stelle weitermachen. Und mit denen gemeinsam zusammen in diversen Handlungen zu sein. Keinen Unterricht verpassen. Dem Zehner, inwieweit es geht, helfen, den Unterricht wahrzunehmen. Wahrzunehmen, das Material zu wiederholen. Noch ein bisschen händisch oder auf dem Computer hinzufügen. Irgendeine Gedanken, deine Wahrnehmung, deine Eindrücke zu schreiben, was dich beeinflusst hat. Wirklich zu jedem einzelnen Abschnitt, den wir studieren, fügt etwas von eurer Teilnahme hinzu. Und wenn die Zeit vergeht, werdet ihr merken, wie viel das euch bringt und gibt und wie ihr dann vorangekommen seid oder wie ihr dann von dem vorherigen Zustand hinuntergefallen seid. Das ist ja auch gut, das zu merken, zu sehen. Und so wird das zustande kommen. Und obwohl du nicht so verbunden bist mit dem Zehner, wie du sagst, und das schmerzt dir, deswegen sprichst du darüber, aber das ist gut, das ist gut. Das ist bereits ein großer Verdienst, ja, wenn du das fühlst und das verstehst und auch wenn du darüber sprichst. Das ist auch nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber das nimmt Zeit in Anspruch, bis der Mensch trotzdem das für sich enthüllt und
das vor allen auch dann so offenlegt und so vorankommt. Verstanden, ja. Nif, wo sind, so willst du? Auszug 47. Chaba schreibt, was bedeutet, und ein neuer König erhob sich, da er ein alter König ist? Die Antwort ist, dass seine Dekrete jedes Mal erneuert werden. Das heißt, jedes Mal wird der böse Trieb neu gemacht, denn ich habe sein Herz verstockt. Daraus folgt, jeder, dessen Verlangen groß ist, jeder, dessen Verlangen größer ist als sein Freund, dessen Trieb ist größer als er. Das heißt, der Schöpfer jedes Mal erneuert unser Ego, unseren Willen zu empfangen. Und Tag für Tag wir entdecken, dass wir uns von den Freunden entfernen, dass wir uns nicht verbinden möchten, dass wir vergessen, was wir früher hatten, dass wir uns nicht darum sorgen, auch was wir früher gelernt haben. Gestern schien es mir, dass das alles gut ist und besser ist, und heute bin ich mehr entfernter. Und das ist aber gut so. Das ist ein Zeichen der Entwicklung, dass der Wille zu empfangen wächst. Das heißt, dass der neue König erhob sich jeden Tag aufs Neue. Und das wird so sein bis zum Ende der Korrektur. Wir haben bereits gelernt, wie wir den Willen zu empfangen richtig nutzen können, nicht so auszulöschen, und wie wir das korrekt nutzen können, um sich zu erheben auf den Stufen der Leiter. Weil jede Stufe der Leiter ist der neue König, der sich erhob. Und mehr sollen wir uns darüber erheben oder über ihm erheben. Und so kommen wir langsam zum Zweck der Schöpfung. Gut, weiter. Weiter. 48. So für alle. Und es erhob sich ein neuer König über Ägypten. Er erhob sich von selbst. Derjenige, der niedrig war, erhob sich, um zu herrschen, obwohl er des Königstums nicht würdig war, sondern durch die Macht des Reichtums aufstieg. Alles ist so wie bei Achashverosh, der des Königtums nicht würdig war, aber sich selbst zur Herrschaft erhob und durch die Macht des Reichtums aufstieg und Israel vernichten wollte. Ja, besonders durch diesen neuen König, der sich erhob, der erschien. Wir haben keine andere Wahl, außer dagegen zu arbeiten. Und wir erheben uns drüber und steigen auf den Stufen des Gebens. Mehr Geben, mehr Verbindung, mehr und mehr. Und dann, indem wir den Willen zu empfangen mehr und mehr auf eine grobere Art und Weise erheben, das bringt uns dazu, dass wir uns auf den Weg zum Schöpfer erheben. Deswegen nennt sich Hilfe gegen mich, indem wir offenbaren, dass wir gegen dem Geben sind oder der Verbindung. Wir werden uns mehr unterstützen müssen, und so steigen wir auf. Das heißt, wir können nicht sagen darüber, dass es nicht ein Engel ist. Das ist eigentlich sehr hilfreich für uns, und das ist die Hauptsache, die uns erhebt zu der Stufe des Schöpfers. Er sagt auch in der Tora, dass wenn Israel kam nach Ägypten, der Jakob segnete den Pharao. Der Jakob, der mittlere Linie ist zwischen Keter, Hochma und Binah, im Gar. Und er segnete den Pharao. Das heißt, besonders dadurch, durch diese Arbeit im Segnen, der Wille zu empfangen, was erschien, was die Sache des Pharaos in Ägypten, dadurch die ausgerichtet zum Schöpfer sind, direkt, die erlangen dann die Anhaftung. Tetach Tikva 35. Morgen, Rav.
Freunde des Weltklis, wie können wir uns verbinden, um diese Eigenschaft von Josef, um uns mehr und stärker untereinander zu verbinden? Vielleicht ein neues Bündnis, um das zu erneuern. So wie der Rabash schrieb, wir haben nichts hinzuzufügen. Man soll seine Artikel lesen, besondere Auszüge daraus zu nehmen und die vor uns nehmen und versuchen, dass man die liest und dass man sich darüber unterhält. Und man wird dann erkennen, wie nur die Arbeit am Josef bringt uns zu der gesamten Korrektur. Das ist die Verbindung von allen ersten neun Sephirot, und das, bis wir und die Malhut nicht eintreten. Das heißt, dieser Punkt von Josef verbindet all diese Eigenschaften des Gebens, und indem diese egoistische beende das, dann gehen wir zu Frauen. Okay, also der neue König erhob sich über Ägypten. Er erhob sich von selbst. Derjenige, der niedrig war, erhob sich, um zu herrschen, obwohl er des Königtums nicht würdig war, sondern durch die Macht des Reichtums aufstieg. Alles ist so wie bei Achashverosh, der des Königtums nicht würdig war, aber sich selbst zur Herrschaft erhob und durch die Macht des Reichtums aufstieg und Israel vernichten wollte. Genauso ist es hier mit dem Pharao. Er war nicht würdig, ein König zu sein, aber er erhob sich, um aus eigener Kraft zu regieren und wollte Israel aus der Welt schaffen, wie geschrieben steht. Und er sagte seinem Volk: Seht, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wir wollen es überlisten. Und Welt Azilut. Was ist der Unterschied zwischen dem neuen König und dem alten, dummen König? Der alte und der dumme König ist der Wille zu empfangen. Und der neue, schlaue, junge König wird geboren, und das ist die Kraft des Gebens, die erweckt die Menschen und wächst in ihm, indem er sich in der Gruppe verbindet, indem sich alle zu einer Kraft verbindet. Der Schöpfer gibt die Kraft von oben, aber die Form von diesem neuen König wird offenbart durch die Annullierung. Annullierung der Freunde, wenn die ein gegen anderen sich annullieren und einschränken. Ist nicht klar, entsprechend 46 heißt, der neue König steht auf, der den Josef nicht kannte. Was heißt das? Ja, der neue König, der kam, der kannte nicht den Josef, weil das ist der Wille zu empfangen, was fängt an zu wachsen in Richtung spirituelle Korrektur, und was er zuvor hatte, war die Verbindung in dem vorherigen Zustand aufgebaut wird. Frau in Petach Tikva setzt die Frage fort: Ich fühle, dass die mittlere Lane, die linke Linie für mich, ist viel stärker als die rechte. Meiste Zeit kritisiere ich jeden. Dann habe ich die negativen Neid, übermannt mich, und dann wie gehe ich damit um? Das ist nicht rechts oder links, das ist einfach dein Ego. Wir können nicht über den Linien jetzt hier sprechen. Die Linien bedeuten, dass ich meinen Willen zu empfangen einschränke, und dann darüber fange ich an, eine ausbalancierte Verbindung zum Schöpfer aufzubauen aus der rechten
Ist es richtig zu klären, den Schöpfer recht zu Entschuldigung. Ist es richtig, den Schöpfer zu segnen, rechtfertigen? Ist das eine Bedingung für das richtige Gebet? Egal, wie groß der Zerbruch ist, den wir offenbaren. Jede Möglichkeit, indem wir uns an den Schöpfer wenden, soll anfangen mit Danksagung an den Schöpfer, dass er in meinen Augen existiert und in meinem Gefühl, in meinem Verstand, in meiner Bewusstsein, vielleicht auch in meinen Empfindungen. Ich danke ihm dafür und ich möchte mich annullieren vor ihm und nur danach komme ich zu der Prüfung und Prüfung meiner Kritik und prüfe, wie ich mich überhaupt annullieren kann. In Schrift von Balasalam, wir sind im Punkt 68. Um dies begreifen zu können, müssen wir zuerst ein echtes Verständnis in der Natur der Gottesliebe selbst erlangen. Wir sollten wissen, dass alle Neigungen, Tendenzen und Eigenschaften, die anerzogen sind, um dem Freund zu dienen, auch bei der Arbeit für Gott benötigt werden. Zuerst wurden sie nur aufgrund ihrer endgültigen Funktion als endgültiger Zweck des Menschen erschaffen und eingeprägt, wie geschrieben steht, er, der vertrieben wurde, sollte kein Ausgestoßener von ihm sein. Man benötigt sie alle, um sich auf dem Weg des Empfangens der Fülle zu vervollkommnen und den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist gemeint mit jeder, der bei meinem Namen genannt ist und den ich um meine Ehre erschaffen habe. Und auch mit der Herr hat alle Dinge für seine Zwecke gemacht. In der Zwischenzeit ist es dem Menschen jedoch gegeben, eine ganze Welt zu entwickeln und all diese natürlichen Neigungen und Attribute zu entwickeln und zur Vervollständigung, indem er sich in ihnen mit anderen Menschen beschäftigt und er sie auf diese Weise für ihren Zweck reif werden lässt. Es steht geschrieben, man muss sagen, die Welt wurde für mich erschaffen. Für einen Menschen ist die ganze Gesellschaft erforderlich, da er dadurch Eigenschaften und Neigungen entwickelt, die ihn dafür qualifizieren, ein geeignetes Werkzeug für seine Arbeit zu werden. In anderen Worten, alles wurde zu einem Zweck erschaffen. Das ist unmöglich, dieses Ziel vollständig zu erlangen, solange wir uns nicht verbinden und jeder tut oder erfüllt seine Rolle vollkommen und vollständig. Und auf diese Weise werden wir von uns oder voneinander lernen, weil wir in einem System uns befinden, wo jeder mit den anderen verbunden ist. Und deswegen jeder kann sagen, die Welt wurde für mich erschaffen, weil wenn er nicht seine Arbeit ausfüllt, vollständig, keiner wird dann Ende der Korrektur erlangen. Deswegen jeder soll über den anderen nachdenken. Es ist nichts Neues hier. 69. Daher müssen wir das Wesen der Gottesliebe aus den Eigenschaften der Liebe verstehen, durch welche man mit anderen verbunden ist. Die Liebe Gottes zeigt sich notwendigerweise in diesen Eigenschaften, da sie zuerst aufgrund seines Namens im Menschen eingeprägt sind.
Wenn wir die Attribute der Liebe zwischen Menschen beobachten, finden wir darin vier Attribute der Liebe, eines über dem anderen, also zwei, die vier sind. Gut, ja, das ist die Einführung hier. Der geht auch später tiefer noch um die vollständige Eigenschaft der Liebe zu erlangen. Gehen wir durch vier Stufen, vier Zustände durch. 70. Die erste ist die bedingte Liebe. Das heißt, es bedeutet, dass man die eigene Seele wegen der großen Güte, Freude und dem Nutzen, die man vom Freund erhält, mit dem Freund in wunderbare Liebe verbindet. Es beinhaltet zwei Schritte. Der erste ist, dass, bevor sie sich trafen, begannen sich zu lieben, sie sich gegenseitig schadeten. Nun jedoch wollen sie sich daran nicht mehr erinnern, denn Liebe überdeckt alle Sünden. Der zweite Schritt ist, dass sie sich von nun an Gefallen tun und einander helfen, und es gibt keine Spur von Schaden und Nachteil zwischen ihnen. Ja, das sind die ersten zwei Zustände. Erste Messung ist, die waren vollständig entgegengesetzt voneinander und haben sich Schaden gegenseitig hinzugefügt und die Probleme. Und die zweite Messung ist, dass sie sich Gutes tun und es gibt keine Erinnerung dann an diese Schäden, die sie sich gegenseitig angetan haben. So entwickeln wir uns in Bezug auf diese Zustände, die wir notwendig enthüllen für die Vollständigkeit, für die Ganzheit. Dass wir einmal in dem Hass waren, in der Abstoßung und in diesem negativen Situation, so wie geschrieben steht, die Liebe bedeckt alle Vergehen. Dann kommen wir zu der Eigenschaft der Liebe und dann wir sehen, dass es unmöglich ist, die Liebe zu enthüllen, wenn nicht durch diese zwei Zustände, die wir durchgehen müssen. Und deswegen gibt es nichts Schlechtes in dieser Eigenschaft. Und das wird aufgebaut. Wird aufgebaut auf diesem Hass, was vorher enthüllt wird. Nief, bitte. Also wenn es vom vorigen Hass aufgebaut ist, im vorigen Maße heißt es, dass sie einander nutzen möchten. Ja, das wird erlangt. Die erlangen das, obwohl die in dem Zustand waren, wo die kämpfen gegenseitig und hassen sich gegenseitig, möchte sich töten. Und dann sagt er, dass all diese Sachen sind ihnen gegeben worden von oben, dass die drüber die Eigenschaft der Liebe erbauen. Was ist dann mit dem Hass? Der Hass war notwendige Grundlage, um darüber die Liebe zu erschaffen. Und jetzt, nach dem ersten Maße, wo sie alle Verbrechen bedeckt haben, die zweite Stufe erreicht haben, sind sie immer gut und gefallen an den Tun. Was passiert dann mit den Verbrechen? Ja, diese all Sachen, Hass, die werden zu Liebe dann. Diese Vergehen werden zu Liebe. Wie kann das sein? Ja, der Schöpfer gab diese Eigenschaften, die arbeiten damit und dann kommen die zu der zweiten Messung. Und ohne der ersten Messung kannst du die zweite Messung nicht erlangen. Deswegen respektieren die sie die erste als die richtige und notwendige Grundlage für die zweite Messung. Was bleibt dann von den Verbrechen in der ersten Phase? Die werden zu einem großen Nutzen, ja. Weil wir sagen noch immer, dass wir sie brauchen. Wir brauchen die Verbrechen.
Natürlich, wir brauchen die, weil der Wille zu empfangen existiert in einer allgemeinen Form und ohne ist es nicht möglich, Batsuf aufzubauen. Und je mehr Verbrechen und Vergehen und Wille zu empfangen enthüllt wird in Bezug auf den Hass, darüber kann man den Turm der Liebe aufbauen. Wie annullieren sich? Wie können Sie den Hass annullieren? Hass verbleibt, aber wir beziehen uns zum Hass als etwas Notwendiges, als notwendige Grundlage. Ohne diese ist es unmöglich, den Turm der Liebe aufzubauen. Weil wir sind Geschöpfe, wir können nicht die Liebe an sich fühlen. Liebe an sich ist der Schöpfer. Wenn wir den Schöpfer offenbaren, wir brauchen eine entgegengesetzte Eigenschaft zu seiner. Und dann werden wir etwas erlangen, was uns entgegengesetzt ist. Deswegen, wir alle sollen aus Hass gebaut werden. Und dann gibt es nicht mehr, es gibt nichts, was wir mehr hassen als die Eigenschaft des Gebens, was der Schöpfer ist. Und dann erheben wir uns drüber und bauen die Form des Gebens drüber auf der Form des Empfangens, des Hasses und der Vergehen. Dann erkenne ich, dass ich auf diese Art und Weise aufgebaut bin. Und dann erbaue ich die Liebe über dem Hass. Und dann Hass wird auch etwas Notwendiges, eine notwendige Grundlage, um die Liebe aufzubauen. Deswegen beziehe ich mich dazu auf diese Art und Weise, dass ich das liebe. Ich liebe diese Entgegengesetztheit. Das heißt, ohne dieses Entgegengesetztes würde ich den Schöpfer nicht erlangen, weil ich als Geschöpf. Operation, dass die auch arbeitet, auf die, dass alles funktioniert auf die richtige Art und Weise. Wie wird es die gute und all das? Weil ohne Hass kann ich die Realität nicht fühlen. Das muss ich erstmal in meinem Ego wahrnehmen und dann wandle ich das um, das, was ich mit dem Ego wahrgenommen habe, durch Schirm und reflektiertes Licht und Einschränkung da. Wenn er fühlt, das erste ist, die, wir lesen 70, erste bedingte Liebe. Das bedeutet, dass man die eigene Seele wegen der großen Güte, Freude und dem Nutzen, die man vom Freund erhält, mit dem Freund in wunderbare Liebe verbindet. Es beinhaltet zwei Schritte. Der erste ist, dass bevor sie sich trafen und begannen, sich zu lieben, sie sich gegenseitig schadeten. Nun jedoch wollen sie sich daran nicht mehr erinnern, denn Liebe überdeckt alle Sünden. Der zweite Schritt ist, dass sie sich von nun an Gefallen tun und einander helfen, und es gibt keine Spur von Schaden und Nachteil zwischen ihnen. Ein Bett. Gut, lass uns mal fortsetzen. 72. Das zweite Stadium ist die bedingungslose Liebe. Das bedeutet, dass der Mensch die Tugend seines Freundes erkannte, die erhaben ist und alles Denkbare und Vorstellbare übersteigt und infolgedessen seine Seele mit seinem Freund in unendlich großer Liebe verschmilzt. In anderen Worten, es gibt keinen Ort für Kritik oder irgendetwas anderes. Er erkennt, dass alles vollständig ist, dass die Beziehung seines Freundes zu ihm ist perfekt, vollständig. Hier ebenfalls gibt es zwei Stufen. Die erste ist die, dass bevor man
nicht jegliche Handlung, jedes Verhalten seines Freundes anderen gegenüber kennt, diese Liebe als nicht absolute Liebe bezeichnet wird. Das liegt daran, dass der Freund sich anderen gegenüber so verhält, dass es oberflächlich gesehen aufgrund von Unwissenheit zerstörerisch erscheint. Wenn der Liebende den Freund so sehen könnte, würde der Vorzug des Freundes vollkommen befleckt und die Liebe zwischen ihnen wäre beschädigt. Da er aber bislang diesen Umgang nicht gesehen hat, ist seine Liebe immer noch vollkommen, großartig und wundervoll. Ja. 73. Das zweite Attribut der bedingungslosen Liebe ist das vierte Attribut der generellen Liebe, welches ebenfalls vom Wissen um die Verdienste des Freundes herrührt. Jetzt kennt man endlich in Ergänzung hierzu all sein Handeln und Betragen jedermann gegenüber, niemandem ausschließend, und man hat ergründet und gefunden, dass da nicht nur keine Spur an Übel in ihm vorhanden ist, sondern seine Tugend größer als alles Vorstellbare ist. Nun handelt es sich um ewige, vollständige Liebe. In anderen Worten, das ist im Allgemeinen dann, dass sein Freund sich zu allen gegenüber so verhält, dass er erkennt durch seine Prüfung, dass nichts Schlechtes darin gibt. Das heißt, dass sein Freund ist 100% gut, absolut gut. Das heißt nur, dass es in Bezug auf seine Gefäße, aber auch gegenüber anderen. Aber so hat er geprüft. So hat er. Ja, es gibt hier immer noch Fragen. Gut, lass uns mal fortsetzen. 74. Beachte, dass diese vier Attribute der Liebe zwischen Mensch und Mensch ebenfalls zwischen Mensch und Gott Anwendung finden. Ja, den Schöpfer. Überdies entwickeln sie sich hier in der Liebe Gottes zu Stufen in Form von Ursache und Wirkung. Es ist unmöglich, auch nur eine von ihnen zu erlangen, bevor nicht der gesamte Mensch, bevor nicht das erste Attribut der bedingten Liebe erlangt wurde. Nachdem es vollständig erlangt wurde, bewirkt das erste Attribut die Erlangung der zweiten Attributes. Nachdem man das zweite Attribut vollständig erlangt hat, führt dieses zur Erlangung des dritten Attributs. Schließlich vom dritten Attribut zum vierten Attribut, die Dankbarkeit. Schließlich zum dritten Attribut, zum vierten, der ewigen Liebe. Gut, hier schreibt er uns, was vor uns noch steht, dass wir werden damit noch belohnt. 75. Daraus stellt sich die Frage, wie kann man die erste Stufe der Liebe zu Gott als erste Stufe der bedingten Liebe erlangen, welche die Liebe ist, die sich durch die vielfache Güte darstellt, die man vom Geliebten erhält, wenn es doch in dieser Welt keine Belohnung für eine Mitzwa gibt? Ferner hat man gemäß dem oben Gesagten zuerst die zwei Formen der Vorsehung mittels der Verbergung des Angesichts zu durchlaufen. Mit anderen Worten, ist sein Grad der Güte zu diesem Zeitpunkt verborgen, weshalb man in dieser Zeit Schmerz und Leid erfährt. ולפיכך מקבלים אז צער ויסורים.
Wir haben jedoch gelernt, dass die Beschäftigung mit der Torah, die Arbeit aus der Wahl heraus, vorrangig während der Zeit der Verbergung des Angesichts vonstatten gehen. Wenn dies so ist, wie kann es sein, dass einem das zweite Attribut der bedingten Liebe zuerkannt wird, das darin besteht, dass der Geliebte jedes Mal wenn dies so ist, wie kann es sein, dass einem das zweite Attribut der bedingten Liebe zuerkannt wird? Vier. Рафа, можете еще раз объяснить разницу вот между двумя частями зависимой любви? Раф, können Sie ein weiteres Mal erklären den Unterschied zwischen den zwei Teilen der bedingten Liebe und der bedingungslosen Liebe? Können Sie das erklären über die Beziehung zwischen den Freunden? Nein, ich möchte damit aufhören. Aufhören jetzt und ihr werdet das tagsüber lesen, nochmal, über diese Liebe, 3 und 4 von Punkt 70 bis 75, das sind die 5 Punkte, die man lesen soll. Und wenn man die wiederholt nochmal, dann morgen werden wir in der Lage sein, zu hören und darüber noch zu sprechen und auch die Fragen zu stellen. Moskau 1. В пункте 75 говорится, что ну приводится in Punkt 75 benutze den Ausdruck durch Beschäftigung mit Torah und der Arbeit. Es ist aus dieser Wahl heraus, das zu tun, kommt die Verbergung in der Zeit des Angesichts vonstatten gehen. Was bedeutet das? Wenn wir studieren und die uns verbinden in der Gruppe und dann verwirklichen, was wir ja lernen, auch in den Zuständen, wo wir nichts vor uns erkennen können. Und besonders, weil wir arbeiten auf diese Weise, dass wir nicht wissen, wo wir hingehen sollen. Aber wir unterstützen uns gegenseitig dann zusammen, besonders indem wir uns verbinden, wir etablieren die Richtung der Entwicklung von der kleinen Verbindung zu der großen Verbindung. Und jetzt gibt es einen Mangel an der richtigen Verbindung zwischen uns, indem wir aber jetzt Ziel vor uns stellen, was enthüllt werden soll mit einer zusätzlichen Verbindung zwischen uns. Das ist, was wir möchten, mehr an der Verbindung zwischen uns. Und so entwickeln wir uns. So arbeiten wir in der Gruppe und dann wird es zu uns klar, was wir erlangen sollen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, wenn wir uns an den Schöpfer, wir haben Platz für das Gebet. Aber die Entwicklung von einem Ort zu dem anderen, zu einem Punkt zu dem anderen, ist klar für uns. Das soll sein von der derzeitigen Verbindung zu der zukünftigen Verbindung. So entwickeln wir uns. Deswegen haben wir hier nichts, was verhüllt ist. Wir sind immer in einem Zustand, wo unsere Form, der nächste Form der Entwicklung ist vor uns. Gut. Allgemeine Fragen, wenn Sie möchten. Ja. Kiew 3. Rav sagte, wir möchten, also wir sind wie ein Adapter zwischen beiden, zwischen der Menschheit und dem Schöpfer. Was ist dann die Freude, die für uns beabsichtigt ist? Wie können wir das genießen?
Wir haben doppelte Freude, indem wir den Schöpfer dienen und indem wir den Geschöpfen dienen. Wenn wir diese zwei verbinden und geben weiter vom Schöpfer an die Geschöpfe und von den Geschöpfen an den Schöpfer weiter, so werden wir in zwei integriert und wir haben viel mehr Dienste und Rollen, die wir erfüllen sollen. Es darüber wird geschrieben, dass wir die Nation der Priester sein sollen. Es wurde auch in Matan Torah geschrieben, auch in allen vielen anderen Orten. Und indem wir uns integrieren in den Schöpfer und in den Schöpfer, indem wir die Passage aufbauen zwischen diesen zwei, dadurch erfüllen wir einen Dienst, was kein anderer wichtig ist als dieser Dienst. Wir sind Vertreter des Schöpfers für die Menschheit und dann wir vertreten auch die Menschheit gegenüber dem Schöpfer. Das ist unsere Arbeit und unsere Integration soll in diesen. Die Moskau 18, wenn wir im Zehner beschleunigen möchten, unsere Entwicklung Richtung Ziel, je mehr wir uns entwickeln, wir fühlen, dass wir vorsichtig sein sollen, weil Gott behüte, sollen wir noch ein größeres Ego enthüllen. Ist das korrekt? Und wie arbeiten wir damit korrekt? Auf die korrekte Art und Weise. Das hängt alles davon ab, wie wir uns untereinander verbinden. Vor uns haben wir keinerlei Handlung, die wir durchführen können, um uns voranzubringen, unseren Fortschritt, sondern nur mehr Verbindung, so sehr wir. Ich glaube nicht, dass Sie dich verstanden haben. Ich werde es jetzt nochmal lesen. 76. Tatsächlich tauchen wir hier in tiefe Gewässer. Zumindest müssen wir heraus einen kostbaren Edelstein angeln. Lasst uns zu diesem Zweck die Worte unserer Weisen untersuchen. Da fehlt ein Teil des Textes. Du sollst deine Welt in deinem Leben sehen und dein Ende des Lebens in der nächsten Welt. Wir müssen begreifen, warum sie nicht sagten, du wirst deine Welt in deinem Leben erhalten, sondern nur sehen. Wenn sie hätten segnen wollen, dann hätten sie es vollständig getan, nämlich um die eigene Welt im eigenen Leben zu erreichen und zu erhalten. Wir müssen auch verstehen, warum ein Mensch die nächste Welt in seinem Leben sehen sollte. Wenigstens wird sein Ende des Lebens in der nächsten Welt sein. Warum haben Sie darüber hinaus diesen Segen vorangestellt? Nicht einfach für mich auszudrücken, was hier geschrieben wird in diesem Punkt. Durch ein Empfangen, dass der glaubt an die Herrschaft des Schöpfers in jedem Moment in seinem Leben, dadurch kann der sein Wille machen, indem er sein Gesicht verhüllt. Wieso ist es wichtig, dass man sein Gesicht vor dem Schöpfer verhüllt? Die Verhüllung des Schöpfers gibt mir die Möglichkeit, frei zu sein von ihm und in mir ein System aufzubauen. Das heißt, das Schöpfer ist, komm und siehe. Das heißt, ich selbst baue den Schöpfer zusammen. Dass ich aus all meinen Eigenschaften, die dem Schöpfer entgegengesetzt sind, baue ich Eigenschaften, die ihm ähnlich sind, in dem äußeren Ausdruck. Und so bilde ich den Schöpfer. Und so heiße ich dann Adam, Mensch, der den Schöpfer zusammenstellt. Das heißt, ich habe keine Wahl, als in der Verhüllung zu sein, um vom Schöpfer alle möglichen Einflüsse zu bekommen, durch diese Einflüsse
kann ich etwas aus mir selbst etwas machen, das sehr ähnlich dem Schöpfer ist. Das ist meine ganze Arbeit. Danke, wir haben noch einen Freund, der auch fragen möchte. Guten Morgen, Rav, guten Morgen, Werkli. Was sind diese Geschenke, wertvolle Geschenke, die er hier bespricht? Also dieser wertvolle Edelstein ist, dass wir dem Schöpfer ähnen, uns ähnen können, indem wir uns scheinbar im egoistischen Verlangen zwischen uns beschäftigen, aber wie, dass wir unsere Materie, also unsere eigene Natur, dass wir, wie dass wir uns damit beschäftigen, diese Empfindung des Empfangs, wie können wir das in einer Weise verarbeiten, dass wir plötzlich sehen, dass wir daraus einen Edelstein erbauen können, einen wertvollen Stein. Wo kommt das? Indem wir es verarbeiten. Also woher das in unserer Welt? Indem wir also von der Kälte, ja. Wie können wir daraus einen Diamant machen? Nur indem wir Druck ausüben auf ihn und dann. Dann zu entdecken. Okay, Nif. Noch eine Klärung. Die Frage war, wie kann ich etwas sehen, das ich noch nicht deren Eigenschaften besitze? Deswegen, jetzt kommen wir zu Zuständen. Also wir studieren Dinge, die noch nicht in uns geschehen. Deswegen ist es so schwer, sich weiterzuentwickeln. Also sollen wir weitermachen in der Einführung oder warten und fortsetzen in ein paar Monaten von jetzt und dann nach ein paar Monaten, um es dann praktischerweise zu lernen, mehr emotional, greifbarer. Jetzt ist ein Punkt für Verwirrung. Wir überprüfen das. Lies es sicher, ist es das wert? Denn an unseren Verlangen, die wir nicht mal ein bisschen fühlen, wir ziehen ein bisschen des korrigierenden Lichtes, des korrigierenden Lichts heran und dann. In dieser Weise entwickeln wir uns weiter. 79. Wir haben noch nicht verstanden, weshalb es, wenn jemand im Inneren weiß, dass er bereits die gesamte Torah eingehalten hat und dass die ganze Welt mit ihm darin übereinstimmt, noch nicht genug ist. Stattdessen hat er nicht geschworen, sich selbst als böse anzusehen. Liegt es daran, dass diese erstaunliche Stufe des Öffnens der Augen für die Torah in ihm fehlt, so dass man ihn mit einem Bösen vergleichen könnte? Okay, das sind Dinge, warum wollte ich, dass wir ein bisschen weiterlesen, vorauslesen, sodass wir sehen können, wie wir in den ersten Stufen sind und es keinen Sinn macht, sich zu verwirren, sondern das umzusetzen, was in den Händen ist, dann werden wir diese Stufen erreichen, dann werden wir in der Lage sein, auch darüber zu sprechen, aber aus unseren Taten heraus, dass wir das finden und nicht aus Philosophie, denn es gibt keinen Raum für Philosophie hier. Er spricht hier in einer sehr klaren, deutlichen Weise. Wenn du erlangst, dann so und so. Und alles hängt also ab von der Erlangung. Dann haben wir es. Frauen Sochi, wie können wir Zuversicht finden, dass unsere Anstrengungen an der Verbindung können wahrhaftig die Situation in der Welt korrigieren?
Ist das im Zehner möglich und andere Sachen fangen in Armenien und in Aserbaidschan? Wie können wir fühlen, dass wir aus Ägypten austreten können und die Liebe in der Welt verbreiten? Es tut mir leid zu hören, dass Kriege weiter gekriegt beginnen. Es ist wahr, es gibt hier Raum dafür und wir müssen verstehen, dass wie üblich der Ball liegt in unseren Händen und wir müssen uns mehr und mehr einander verbinden. Und was in der Welt passiert, ist eine Kopie von dem, was zwischen uns passiert. Zwischen den Frauen, zwischen Männern und Männern. Und so sehr wir uns verbinden untereinander im Weltglied, dadurch bringen wir auch Frieden und Vollkommenheit zwischen allen Nationen. Auch jetzt sind wir in einem Zustand, dass in der Verbindung zwischen uns das eine Art von höheren Licht, das hängt von uns ab, wie sehr es kommt und von oben an diese Welt hineinkommt. Genauso kommt es auf uns. Wenn wir uns verbinden untereinander, dann wird mehr des Lichtes kommen und die Nation zum Frieden bringen. Also lasst uns jetzt nicht wegrennen von unserer Pflicht, auch wenn wir nicht wirklich das verstehen oder fühlen. Also versuchen wir uns miteinander zu verbinden und den Schöpfer verbinden, dass in unserer Verbindung, dass wir in der Lage sind, das Gut und höhere Licht. Die letzte Frage, außer dem Gebet, was wir bereits machen, können Sie uns was anderes empfehlen, so zusätzliche Aktivitäten zwischen Frauen in dem Weltklima? Die Frauen müssen mehr sich anstrengen in Verbindung um Gebet. Tatsächlich, der allgemeine Zustand der gesamten Welt hängt mehr und mehr von der Verbindung der Frauen ab. Speziell bezüglich des Friedens in der Welt. Versucht das mehr und mehr und seht, dass wie es entsprechend mehr, wie sich, was sich offenbart in der Welt, ist ein Zeichen für uns zu versuchen, und all diese bösen Kräfte sie zerreißen und sie entfernen und dass mehr Raum ist für das Licht, das erscheint in der Welt. Es hängt alles nur ab von der Verbindung zwischen uns. Und ihr seht, so sehr dann plötzlich all diese Räume für Probleme, Schwierigkeiten und Kriege erfahren und sie schlafen, sind verhüllt und plötzlich offenbart es sich und mehr und mehr kommt es zum Ausbruch. Und es geschieht nicht durch etwas, was geschah, durch irgendein Ereignis, sondern es geschieht wegen der Verbindung zwischen uns, dem Mangel der Verbindung zwischen uns, der nicht kommt zur rechten Zeit, die Offenbarung des